Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Real Projekt zusammen mit Manuel. Hallöchen. So, weiter geht's. Und ja, wir haben ja versprochen, wir haben ein paar Änderungen. Ihr seht es schon, zumindest wahrscheinlich dem aufmerksamen Zuseher ist es schon aufgefallen. Wir haben um 25.000 weniger Kohle. Das kommt. Wo ist das Geld hin? Was? Wo ist das Geld hin? Naja, wir haben ja. Hast du mal wieder verzockt, Markus? Nein, ich war nicht im Casino. Nicht? Nein, ich habe nur Lotto gespielt. Achso, jetzt weiß ich wieder, du warst schon wieder um 24 Uhr rum aktiv. Nein, ich nein, ich habe nur 25.000 Euro Lottoscheine gekauft. Hast du wenigstens auch gewonnen? Nein, sonst hätte man mehr am Konto. Na, stimmt. Ja, es hätte ja sein können, wir haben den Kredit schon zurückbezahlt. Nein, der ist auch noch offen. Nein, aber wir haben ja, irgendwo habe ich einen Dreher gehabt in den letzten Parts drin und es tut mir leid, keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich falsch reinkopiert. In die Ordner vom beim Bearbeiten kommt mir normalerweise nicht oft vor. Aber Gott sei Dank waren es nicht viele Parts, es waren ja glaube ich nur 4 Parts insgesamt, was wir aufgenommen haben. 4 oder 5, ja. Und der erste war korrekt, der zweite war falsch, der dritte weiß ich jetzt nicht. Beziehungsweise beim dritten ist egal nachher, weil der mit dem zweiten schon nicht zusammenpasst. Aber ich glaube, es ist der vierte nur falsch gewesen nachher. Das ist ja, was davor gewesen ist oder so irgendwie. Auch komplett egal. Wir haben da besprochen, dass wir ja ein paar Änderungen, beziehungsweise was machen wir mit den Anschaffungen. Wir haben ein neues Gebläse verbauen lassen, oder wir haben es selber verbaut, wir haben uns eigentlich nur gekauft, für die Korn, wie sagt man dazu, Kornbefüllanlage. Für die Entnahme des Korns. Hä? Aus dem Lager. Genau, für die Entnahme. Und die schafft jetzt die doppelte Leistung wie unsere alte und die hat 25.000 gekostet. Ist zwar viel Kohle, was draufgegangen ist, aber es lohnt sich. Wir werden es brauchen, weil sonst kriegen wir keine 700 oder was haben wir, 1 Million Liter weg vom Hof in einer Stunde. Und deswegen haben wir das einfach gemacht einmal. Und dann auch noch, beziehungsweise das haben wir noch nicht gemacht, sondern ich habe jetzt 2 Anhänger hineingegeben. Ich werde jetzt dann noch zu der Ende der Bahn fahren und dann werden wir mal in den Shop gehen und werden mal schauen, was das für 2 Stücke sind. Und wir werden das Ganze einfach kurz besprechen, was wir dann nehmen in dem Bad. So, ich habe schon offen. Wir haben den Demmler TSM 207L. Das ist der, den wir beim Forstmann-Projekt gehabt haben zum Reinhäckseln. Und dann wird man noch den Brandner Bauerbusch haben, den TR23065. Und das war der, den wir beim Tröbers-Projekt gehabt haben. Beziehungsweise, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwo gehabt? Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube fast nicht. Nee, mir wird jetzt gar nichts einfallen. Gut, beim Guten auf dem Community-Server war ja drauf, halt immer wieder. Sicher. Aber bei mir jetzt, ich habe ja LS13, ich weiß nicht, wir haben glaube ich sogar als Hackschnitzel auch noch gehabt. Wir haben den und noch einen gehabt. Aber ist egal, halt die 2 Wagen sind drinnen, die 2 haben, kosten das gleiche Geld, halt 59.500. Das bedeutet, es bleiben uns 100.000 dann übrig, die wir vielleicht noch in irgendwas investieren können. Da werden wir sicher aber nachher darüber reden. Ich würde jetzt einmal sagen, was halten wir von den beiden Anhängern? Ich weiß nicht. Weil sie sind von den Kubik her ziemlich ähnlich. Der eine hat halt noch einen Aufbau, obwohl ich mir nicht sicher bin. Weil der Aufbau ist ja eigentlich nur so ein Lochgitter, der wäre eigentlich nur für Hackschnitz, für Häckselgut oder so irgendwas. Oder Körnermais geht glaube ich auch noch, weil das ist so grob ist es so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man mit dem Aufsatz überhaupt in die Halle reinkommen, halt dass man sagen könnten, wir benutzen den. Ich wäre den stark so für den Powerpush. Der schaut halt, optisch schaut er glaube ich besser auch aus. Ja. Weil ich wäre ja auch fast dafür und wenn wir, keine Ahnung, später mal einen zweiten brauchen, brauchen wir ja nicht 2 gleiche kaufen. Nee, dann kann man da abwechseln. Sondern nachher den Demmler, weil es viel was anderes, es gibt noch die Standardsachen. Die gut, das noch wir gehen geben. Ja jetzt dann eh noch auf Häckselsachen, dann brauchen wir eh noch, können wir dann eh sagen, dass wir dann den Demmler fürs Häcksel nehmen. Ja, aber so viel brauchen wir Anhänger gar nicht. Du musst ja rechnen, wir sind ja nur zu zweit. Ja, da kannst du dann abwechseln, meine ich. Ja, aber trotzdem. Ich kann schon sagen, dass du für normales Korn den Brandner nimmst und für das Häckselgut dann den Demmler. Ja, aber da müssen wir das Geld haben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wenn wir das nicht haben, dann wird einfach der Anhänger ist sicher nachher das Letzte, was wir wieder tauschen werden. Weil wir haben dann im Endeffekt 41 Kubik gespannt, das was wir jetzt sozusagen haben. Und dann zusätzlich noch einmal
ein, weiß nicht, 36 Kubik oder so irgendwas. 42, glaube ich sogar. Halt, machen wir das mit dem Brandner. Ich hätte es gesagt. Weil es ist auch nur so eine Sache, ich bin mir nicht sicher, ob sich der Dämmler in der Höhe in die Halle ausgeht und ob sich der Brandner überhaupt mit den Aufbauten in die Halle ausgeht. Aber es ist wurscht, wir werden trotzdem halt, wir haben die Unterhaltskosten sind gleich. Der steht zwar 46 Kubik, aber ich glaube es gar nicht, dass der so viel hat, ohne den Aufbau. Wir werden das schauen, wir werden uns das mal anschauen, wie wir den Brandner nehmen. Gekauft ist er. Und die 100.000, was wir jetzt noch übrig haben. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Soll man Kredit zurückzahlen, die 100.000? Soll man sich um die 100.000 ein Feld kaufen? Naja, also Feld hätte ich jetzt erstmal nicht gesagt. Wir sind eigentlich doch ganz gut spielen. Dann würde ich eher auf den Kredit gehen. Oder das rentiert sich nicht erst später ein Feld neu. Eine Idee habe ich schon noch. Dass wir nicht auf ein Feld gehen, nicht auf einen Kredit gehen, sondern wir investieren in eine Maislegemaschine. Dadurch haben wir eine Fruchtsorte mehr und wir brauchen sowieso nachher für die Kühe Häckselmais und so weiter schon. Dann müssen wir halt das Maisgebiss noch dazu rechnen. Nein, das Maisgebiss haben wir ja schon. Ach stimmt, ja. Ja, das da liegt war hinten was. Das ist das Klapp, das ja, liegt hinten in der Halle drinnen. Das haben wir ja irgendwann gekauft, weil wir ein Feld mit Mais, glaube ich, gekauft haben. Und da haben wir noch das restliche Mais rund, den restlichen Mais runtergeholt. Ja, stimmt, da war was. Also im Endeffekt könnte man sozusagen Körnermais dann auch noch in die Runde mit reinnehmen und hätten dann sozusagen eine Fruchtsorte mehr, die vielleicht bei einer Nachfrage kommen könnte. Ja, weil wäre auch zu überlegen. Ich bleib kurz noch mal stehen und schau mal in den Shop hinein. Modmäßig haben wir ja, glaube ich, keine sinnvolle Seemaschine, wenn ich nicht täusche. Also entweder die dann aus dem Marshall, nee, nicht Marshall, war es Federstedt-DLC oder aus dem Titanium. So, was haben wir denn da? Rübenernte, Keeper, Gruber, Pflüge, Seemaschinen. Es gibt eben die ganz normale, die Amazon, die Aufsattel. Ja, die würde ich auch nicht nehmen. Dann hätte man auch die Möglichkeit, die Federstätte Tempo V8. Was hat die für eine Arbeitsbreite? 6 Meter. Okay. Oder die, ja, diesmal, ich weiß nicht, das ist die 9-metrige 12 WS Maestro. Ist die 6 Meter auch ein Aufsattel? Nein, die ist ein Nachzieh. Würde ich fast zu der 6 Meter tendieren. Aufsattel oder normal? Halt Nachziehen. Nachziehen. Also Aufsattel würde ich nicht mehr nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ist halt praktisch. Ja. Aufsattel. Ja, das stimmt wiederum auch. Obwohl das wäre, ich weiß nicht, ob sie sich auszahlt, die große. Es sind 30.000 mehr. Die Nachzieh oder die. Ja, die große, die 9 Meter Maestro. Die sind kostet 30.000 mehr. Wie viel kostet die denn? Die kostet 85 und die 6 Meter, die Nachzieh von Federsteck kostet 52. Dann können wir auch gleich die ganz große nehmen. Halt die Leistung hätten wir mit dem. Zumindest mit Johnny. Dion John Deere. Obwohl du brauchst ja bei den. Stimmt, du brauchst ja da fast keine Leistung beim Maislegen. Nee. Weil der ja nur so ganz dünn ritzt. Das wird die halt. Ich weiß nicht, ob es praktisch ist und die große. Was haben wir für ein reihiges Gebiss? Ein sechsreihiges, glaub. Ein achtreihiges? Dann ist eigentlich ist sinnvoller sogar den neuner, weil bei einer 6 Meter hast du ja im Endeffekt 7 Reihen, oder? Moment. Haben wir 6 Reihe. Ja, und bei der 6 Meter hast du 7 Reihen, weil du 75 legst, das normal ist so ungefähr. Das bedeutet, und bei der 9-metrigen hättest du bla 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 75, 7,50 Meter sind 10 Reihen, sind dann 8,25 Meter sind 11 Reihen. Ja, wären ganz genau 12 Reihen. Ja, dann wird es sich ausgehen. Also dann wäre das sozusagen einmal vorgewendet, einmal in der Breite. Weil sonst wäre es wieder so dämlich, wenn du hast die 2x6, hast du 12 Meter und da kommst du wieder mit den 6 Meter nicht hin. Ja. Halt eigentlich wäre es sinnvoller und es wäre. Ja, dann nehmen wir die 9.
Und es ist halt für zukunftssicher, ganz einfach. Ja. Es geht mehr weiter. Weil ich glaube, eine größere gibt es nicht mehr. Ja, braucht man auch nicht als, ja. Ich weiß jetzt nicht. Aber ich glaube, die ist am sinnvollsten, weil sie erstens einmal viel Bunkervolumen hat. Zweitens eine wahnsinns Arbeitsbreite. Und drittens, wir uns gerade so leisten können. Da bleiben uns 25.000 über, da zahlen wir 20.000 Euro zurück im Endeffekt. Mhm. Und am Kredit und haben sozusagen minimal Kredit abgezahlt. Beziehungsweise lassen wir sich die 25.000 offen. Oder so, irgendwas ist eh egal. Dann haben ja, wir da können wir ja 10 oder so wegtun. Nein, es ist eh wurscht, wir verlieren sowieso täglich das Geld, deswegen können wir es sich fast offen lassen. Ja, aber ob wir für die 10.000 ein bisschen weniger verlieren oder mehr? Ja. Es ist wurscht. Rechnet sich da auf die lange Zeit. Ja, aber ich glaube nicht so richtig. Aber ich glaube, wir werden uns die große holen. Ja. Was magst du jetzt gerade eigentlich? Ich dresche. Ist das letzte Feld da drüben, oder? Ist ein Rapsfeld? Ja, das Rapsfeld. Genau, passt. Dann machen wir das so am besten. Ich mache jetzt den Stroh fertig, stelle dann den Anhänger hinein und werde dann die zwei Sachen abholen, einfach. Weil wir müssen danach grubbern und... Also Kalk, warte mal, Kalk haben wir gesagt, tun wir jetzt nicht. Nein. Oh, ich vergesse das jedes Mal. Halt gleich nur grubern sozusagen und danach könnte man ansehen. Da müssen wir aber jetzt nachher auf jeden Fall schon die Fruchtreihenfolge mit einbeziehen. Die neue dann. Jo. Halt nach dem Raps kommt dann der Mais. Dann kommt Mais, schon auf das erste Feld nämlich der Mais drauf. Also 25 ist das hier, glaube ich. Ja, das dort hinten. Ich merke mal bei der Map einfach die Nummern nicht. Keine Ahnung wieso. Ich habe das immer so, das ist das große Feld, dann ist das zusammengelegte Feld, das sind die zwei Felder daneben, dann ist das eine kleine Feld, was wir da dazu gekauft haben und dann ist das eine Feld dort hinten. Und das große Viererfeld, das ist das einzige, wo ich die Nummer weiß. Ich glaube, das Viererfeld ist, was wir noch haben. Ja, das Vierer, ja. Was mache ich denn? Wieso habe ich nicht auf? Was war da jetzt gerade? Habe ich jetzt bin ich eine ganze Reihe so gefahren, ohne das zu runterzulassen. Wurscht. Ups. Aber das ist, glaube ich, am sinnvollsten, wenn wir den nehmen. Also haben wir noch 25.000, was wir sozusagen auf dem Konto haben, dass wir, falls irgendwelche Anschaffungen, weil ich habe keine Ahnung, wie viel Saatgut, wie viel Kalk oder sowas noch da ist. Sprit und so weiter. Gut, Kalk brauchen wir ja gar nicht, da brauchen wir eigentlich nur Feststellung. Genau, den brauchen wir. Aber trotzdem halt, dass wir da ein bisschen auf Reserven haben. Weil wer weiß, wann die nächste Nachfrage kommt und ich will nicht wieder so einen Mörder-Minusbetrag am Konto stehen haben. Und das Dämliche ist auch, wenn ich jetzt zurückzahle den Kredit, das könnte ich wenn dann nur über die Datei machen, weil wenn ich jetzt auf Zurückzahlen klicke, haut er mal einfach die 577.000, der tut einfach auf minus 200.000 ganz genau gehen im Menü drinnen und das andere haut er aufs Konto als Minusbetrag. Weil er das einfach, weil das Giants einfach mit 200.000 limitiert hat und dadurch das einfach nicht anders geht. So, es geht ja was voran, halt neue Anschaffungen. Ich weiß noch gar nicht, wann was die letzte Anschaffung war, muss ich ehrlich sagen. Weißt das du noch? Überlege gerade. War es nicht Flug? Der zweite? Weiter. Das kann sein, weil der hat nicht so viel gekostet. Das ist jetzt. Aber ich glaube, ob man nicht sogar. Beziehungsweise die haben wir den nicht ausgetauscht. Na, was haben wir hatten doch damals noch einen anderen Flug, wo man noch eine Schar oder so hinten dran machen konnte. Ja, aber den haben wir schon lange nicht mehr, glaube ich. Haben wir da nicht dann Zuge dessen den ausgetauscht und einen neuen noch zusätzlich gekauft? Na. Da haben wir nur den einen einmal gehabt und den haben wir irgendwann dabei Geld über gehabt und dann hat der Kai und der Lars noch gesagt, können wir nicht investieren in einen neuen Flug. Und dann habe ich gesagt, ja okay, das Geld haben wir eh gerade zur Verfügung, investieren wir. Aber ich glaube nicht, das war schon, ob das nicht schon länger her ist und ob da. Na, der Johnny muss davor gewesen sein. Ja, Johnny war definitiv. Ob nicht das Maisgebiss das letzte war. Das könnte möglich sein. Aber das könnt ihr uns ja mal in die Kommentare hineinschreiben, wer das von euch noch weiß. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Ob das irgendwer überhaupt weiß, ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir sowas glaube ich nicht merken, weil das ist jetzt keine Ahnung, sicher um die 100 Parts her, schätze ich jetzt einmal grob.
Und wir gehen in großen Schritten schon langsam auf die Part 600 zu, wo ich dann auf jeden Fall auch wieder mal das Thumbnail ändern werde. Mal schauen, was dann für ein neues Thumbnail raus wird. So, ich würde sagen aber, bevor wir hier weiterreden, die 5600 lasse ich einfach im Ladewagen drinnen, weil wir eh am nächsten Tag schon wieder Stroh fahren. Und ich würde sagen, halt beim Vorspulen nach der Ernte, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und dann werden wir das ganze Zeug, das neue, mal vom Händler abholen und danach wieder im Manuel bei der Ernte und bei der Ansaat unterstützen. Bis dann, tschüss. Ja.